Gehören auch Sie zu denen oder zu den anderen, die wir Ihnen jetzt im Jastknicke vorstellen, präsentiert vom Rudi Walter mit Zwischentext vom Fritz Schäufele. Versuche niemals zu verletzen das erste von den Jastgesetzen. So, jetzt gehen wir die letzten 100, vergiss doch nicht schreiben. Du, keine Angst, schreibe schon genug. Niemand kann einen doppelten Match machen. Lange das, prima. Ich bin oben wieder da. Hallo. Sorry. Abend. Gerne Kaffee geben. Ja, wie läuft's? Ja, es geht, wir wollen gerade zuschlagen. Schon gewinnen, machst du drum? Der Match langt. Oh gut. Mach ich ihn da. Ja. Hätte ich auch gemacht. Sehen, was da alles kommt. Schlechter. Ja, siehst du, dass du wieder... Nein, Baulig bis jetzt. Hey, wenn ich so groß. Bravo! Schau, hast du jetzt gesehen? Hast du noch vor, sie hat den König. Schau mal, schau mal! Fett! Das ist ja nicht zum Zuschauen, das. Schau, jetzt hat er den Trumpf zu viel. Wenn der Rosen bricht, gibt es doch einen fettigen Matsch. So jetzt, ich lasse nur das Vierte. Ein verwirrter Rosen bricht doch einen fettigen Matsch. Hey, ich spiele Mauerhalten. Gut, sage ich halt nicht mehr. Wenn du zu Jassern dich gesellst, so merke dir zu jeder Stund, wenn du nicht selbst die Karten hältst, so halte wenigstens den Mund. Ein tiefer Grund zum Ärger ischt der Jasser, der zu lange mischt. Komm, komm, mach mal! Du, ich hätte geglaubt, so ein Schild spielen. Es wäre besser rausgekommen. Du musst aufpassen, vom schnellen Mischen wird es einem gern schlecht. Aber ich hatte ja gar kein Schild. Darum konnte ich auch nicht Schilder spielen. Komm jetzt, ich wollte endlich ablupfen. Ja. Wenn du beim Mischen deiner Karten verträumt dich in dich selbst versenkst, kannst du beileibe nicht erwarten, dass du nur Sympathie empfängst. Ein Blatt, das jeder sehen kann, zeigt keinen fairen Jasser an. Es findet nie beim guten Jassen so unverblümter Hinweis statt. Nie sollst du jemand sehen lassen, wer was bekommt und wer was hat. Das Jassvergnügen nicht verschönt der Spieler, der nur stöhnt und klönt. Wolltest du nicht einen Kurs nehmen, Karte geben? Also, was ich für ein Bettel bekomme, ist ja nicht zum Sagen. Jetzt schau dir mal die Brettchen an. Das ist ja nicht gemischt. Wenn man einigermaßen richtig gemischt ist, ist ausgeschlossen, dass so ein Haufen Brettchen zusammenkommen können, oder? Ich würde nichts sagen, einmal, aber nicht den ganzen Abend. Also alleine können Trumpf machen. Schoben. Dein Jammern hilft dir meistens nichts. Beherrsche deine Seelenpein. Auf das Verziehen des Gesichts fällt dir ein Könner nicht herein. Wer anderen in die Karten schielt, der hat moralisch schon verspielt.
Wie viel haben wir eigentlich auf dieser Tafel? In dem Fall mache ich Rosen. Trumpf. Schön angehen, meine Herren. So, dali, voilà, voilà. Wer so den Hang zum Schielen hat, ist meistens auch kein feiner Mann. Am besten hältst du so dein Blatt, dass er es nicht erkennen kann. Den Kartenspieler schätzt für wahr man höher ohne Kommentar. So, bring was das. Jetzt wird der Kessel gepflegt. Das Matschele, meine Herren. Puck! Puck! Da ist noch Geist. So wird's gemacht, meine Herren. Mit der Kiste ja nicht ihre Jasse. Ja, dafür haben sie ja gleich gezählt. Behalte, was du denkst und sinnst beim Kartenspielen schön für dich. Wenn du mit Klopfen gar beginnst und Bocken, wird man ärgerlich. Sei immer mutig und entschlossen und gib die Karten aus den Flossen. Ich weiß nicht, was ich geben soll. Jetzt gebe ich dir. Nein. So kommt das Zeug. Ja, warte doch einen Moment. Lass mich doch ein wenig studieren. Ich denke, du musst schon studieren, oder? So, machen wir jetzt einen Jass, oder nicht? Jetzt fängt der noch an. Sei doch nicht so ungeduldig. Ist echt Stier Bock? Also mal schauen, ob sie Bock ist. Mach ich Fisch. Ja, da ist sie noch nicht Bock. Halt, das geht dir nicht an. Wieso? Die sind doch gegangen. Jetzt lass den mich nicht einmal schauen. Du bist jetzt ein blöder Kerl. Jetzt bring ich das Leid Rosen, du Eichle. Vielleicht habe ich das letzte gemacht, Karli. Bist du nicht besser, wenn ich das letzte gemacht habe, gell? Wehe dir, wenn du beim Kartenspiel dich hinter Ziererei verschanzt. Mit Unentschlossenheitsgefühl verrätst du nur, dass du nichts kannst. Vor allem muss man etwas können, verlieren und es den anderen gönnen. Alle meine Böcke gehen zum Teufel. Warum spielst du nicht zuerst deinen Bock? Böcke. Amol, stell dir zuerst den Bock. Stell dir zuerst den Bock und bring Schellen. Ich habe doch Schellen angezogen. Ja, aber... Nicht aber. Die machen keinen Stich. Ein fertiger Match verteufelt. Dann noch einen doppelten. Ja. Auch doch ein schweres Spiel, der Joss. Die wollen die Chance nie lernen. Ausgerechnet mit so einem muss ich zusammenspielen. Was mir das wieder kostet. Was nützt dir denn dein Besserwissen, wenn alles längst vorüber ist? Kein Mensch wird deinen Rat vermissen, wenn klug du und verschwiegen bist. So jasse denn, doch jass mit Maß. So hast du stets beim Jassen Spaß. Ja, jetzt machen wir aber noch einen, he? Aber der Letzte, he? Jo, der Letzte. Ja, ich muss dann heim. Ja, es ist schon sein. Hey, jo, wir müssen alle einmal heim. Halb Stunde früher oder später hat es keine Rolle. So, Jung, können wir nicht mehr zusammen. Und jetzt gibt es noch den Letzten. Der hat den Letzten schon gemacht. Du. Dann halt den allerletzten. Ja, ich muss jetzt heißen, stoppt meine Frau. Und meine Chance, sie steht mit dem Walholz hinter der Tür. Und man weiß es nicht. Ich muss auch an die Nachthemper verteilen. Weißt du was? Ich schenke dir auf die Weihnacht ein Pyjama. So, jetzt machen wir noch den Letzten. Ja, was heisst der Letzte? Den machen wir schon seit 2 Stunden. Ja, jetzt machen wir den Letzten vom 12. Wie lange ist auf der Schnalle, du? Du bist einfach nicht im Form. Ach, günstig, jetzt kannst du noch ein wenig trainieren. Na gut, dann schon am 12. ins Bett. Ja, das wäre das gewesen. Jetzt kommt ein anderer. Schmerz.
Das ist mir ja so. Ist das nötig? So? Das freut dich. Noch einmal so. Oh. Haben wir sie. Die wären mich gesehen. Ja, ist gut. Meine Herren, es ist 12:30, die Polizeistunde ist vorbei. Was ist schon Polizeistunde? Das ist wahr, es ist schon 12:30. Ja, ja. Je, wenn die Zeit vergeht. Geht der Bus, kostet 8 Franken. Was hat 8? Wieso? Ja, jetzt machen Sie doch den Geld nicht schief. Jetzt haben ja alle gesagt, jetzt machen wir den Letzten. Jetzt sind wir ja gerade fertig. Uns drum gar nicht schon lang. Schauen Sie mal die Karte. Ausgerechnet, wenn Sie die schönste Karte haben. Stecken Sie doch das Markenbierchen ein. Ja, nicht einmal der letzte Jass kann man fertig machen.